Gute und schön, dass du wieder mit dabei bist bei TÜQuery. Da legen wir auch gleich los, ne? Die Mäßigkeit hatten wir gefunden. Ja. Gut, das gucke ich mir nochmal an. Hier geht's weiter. Was müssen wir nochmal suchen? Party-Zeugs, ne, oder? Partygramm, ja. Finde Partygramm. Ich suche. Ja gut, ich habe jetzt alles auf komplett hell gestellt. Ich hoffe, dass das jetzt auf YouTube ein bisschen heller wird. Okay. Zirkus? Harem Scarum? Darum. Diese Flugblätter bewerben einen Wanderzirkus namens Harem Scarum. Das Datum liegt über 6 Jahre zurück. Okay. Ja, 6 Jahre alt. Es war einmal. So. Wo guckt denn hin? Ich starte hier nach oben. Ich kann aber nicht nach oben. Nein, doch geht. Kommen wir hier rum. Mädel. Die Tür gehört jetzt. Es hat geknarrt. In der Ecke ist nichts. Dann gucken wir hier rein. Wer kauft den Scheiß? Souvenirs. Ich würde den Scheiß kaufen. Nee, doch nicht. Hoppla. Ach, stimmt ja, die Jäger. Hey. Wo ist mein Loot? Ach, schon leer hier. Dann geh ich mal hier rein. Ich muss jetzt von hier aufmachen, oder? Bitte einmal öffnen, der steht da, ne? Aha. Vielleicht brauche ich das irgendwann mal. Ich habe immer noch kein Partygramm, ne? Na. Ah, hier. Hallo, alte Freunde. Oh ja. Den Körper schrecken, ja klar. Die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. Okay. Schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das werdet ihr gleich. Oh Mann. Okay, fehlt nur ein Versteck. Emma? Hallo? Hey, wenn du mich erschrecken willst, daraus wird nichts. Keine Angst vor Clowns? Nein, sie sind witzig. Und du hältst das hier wirklich für witzig? Ich meine, ja. Wow. Und wie witzig ist das, kleiner Junge?
Willst du dich mit mir und 20 hübschen Clownfreundinnen in einen kleinen Wagen quetschen, als wäre es nichts? Was? Chance vertan. Aber nicht vergessen. Oh. Das ist eklig. Eine Spinne. So. Wo führt die wohl hin? Zum Partygraben. Versperrt. Jacob! Sieh dir das an! Oh, also dann, Tür, halt dich fest, denn du triffst gleich auf deinen Meister. Da. Nice. Wow. Ja, leck mich doch fett. Sieh sich das einer an. Melonen. Kein Wunder, dass die Tür verschlossen war. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein, er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Gut. Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten, sonst fällt die Tür ins Schloss. Oh. Ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom! Ich will mich umsehen. Wie du willst. Und eine Wodka für die Wassermelone, ne? Ein paar Chips hier für die Madame. Oh, cool. Was? Was ist da? Eine Flinte. Oh, cool. Und ein Code. Oh. Okay. Fertig. Fertig? Bin noch nicht fertig. Okay, siehst du? Jacob, sieh mal hier. Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Sieht aus wie Campingvorräte. Oh, okay, da sind Zelte an der Feuerstelle. Los, gehen wir. War das ein Bär? Was Bär? Zersetzte Wanderrucksäcke mit getrocknetem Blut besprenkelt. Ah. Bier. Melonen, aber wo ist eine Wodka? Ah ja, gut. Gibt's heute keinen. Der Bacardi. Du willst die Knarre echt behalten, hä? Ja, für Bären. Okay, also ich such dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. So. Ich geh mal vor an den. An den Tresor. Ich glaube, da vorne war noch einer, ne? So, hier raus. Okay.
Jawohl. Bin drin. Ah, sehr gut. Was ist noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, aber wir sollten es... Nein, Emma. Feuerwerk. Okay, du hast recht. Feuerwerk. Hey, oh yeah, Feuerwerk. Oh, und sagte ich schon, Feuerwerk? Hey, ich hab hinten so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, stopp. Nicht bewegen. Oh Mann! Peanut Butter Butter Pops. Das sind meine Lieblings-Butter Pops. Sind die nicht für Kinder? Was? Ja, aber ich war auch mal Kind. Du warst eins? Okay, hör zu. Probier einen davon und ich verspreche, du änderst deine Meinung. Keine Chance. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Komm schon, das ist der beste Snack aller Zeiten. Okay, vergiss es. Heißt wohl, mehr für mich. Hey, draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug für Kisten und allerlei Zeug. Bitte was? Kiste? Oh, das meint einen Behälter. Oder Po. Nein, das davor. Schubskarre? Ja. Okay. Das ist wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Verstehe. Dann schießt die Schubskarre. Ladies first. Danke. Bitte? Wo lang? Oh. Ja. Jetzt sind die Wassermelonen noch da, die Schlappschwänze. Okay, das Heiligtum. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Okay, ja, beeil dich einfach. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Und Energie. Podcasts. Ja. Okay. Wie heißt der Podcast, den du gerade hörst? Bizarr oder banal. Also Geisterkram? Mehr so, ja, also alles Unerklärliche. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist oder eher banal. Anal? Gecheckt? Anal? Du Wortakrobat. So, sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Okay, wenn du meinst. Ich mein, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Nicht Mr. H., ich weiß, er ist cool. War immer cool zu mir. Der Gator-Typ, oder? Gay online. Also, hast du für nach dem Camp schon irgendwas geplant? Schule? Weiß noch nicht. Verstehe. Freundin? Nein, eher nicht. Dann Freund? Freier Geist. Cool, ja. Ich auch. Sind die
Handys. Ah, sie können sicher noch ein bisschen laden. Ah, okay. Kommen wir erstmal hier. Ey, wozu das Gewehr? Chris, Mr. H meinte, es ist für Bären. Bären? Hier? Ja, ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Gewehr. Das hm. Ja. Lass es doch einfach. Lass es einfach. Warum denn? Mann, der Plan ist, heute Nacht im Wald durchzufeiern, oder nicht? Was, wenn da ein Bär auftaucht? Okay, es ist... Meine Mom sagt mir immer, wer feiern will, darf dabei den Schutz nicht vergessen. Hm. Wow, ich glaube, damit meinte sie Kondome. Ich vögel doch keinen Bär. Hm. Das Gefährlichste hier im Wald ist ein angepisstes Eichhörnchen. Unterschätzt die Biester nicht. Okay, Mann. Also, wir wissen, wo sie ist. Nur für den Fall. Na gut, Mann. Okay, dann weiß ich halt, wo sie ist. Ich bin Verderber. So. Ja, Meister, gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Ha, 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 ha. Komm, was soll schon passieren? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fasse auch nichts an. Gut, aber wehe, wenn nicht. Ich verspreche nichts, aber... An die Latte. Du redest Blödsinn. Latte? Oh. Ah. Frische Sachen. Mr. H weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Wow, da ist... Yo. Hey, vielleicht sollten wir... Ryan? Wow, was ist das? Diese Monitore, das ist das Camp. Oh. Hat Mr. H uns überwacht? Nein, nein. Ich meine, nein, nein, das kann nicht. Das sind nur... Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Sicher. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach... normale Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie Bigfoot und so, na, solche Sachen halt. Okay, ab sofort nenne ich Mr. H statt super creepy Perversling mit Kamera, dann... Also, voll verrückter Verschwörungsjäger. Allerdings ist Bigfoot keine Verschwörung. Okay, klar. Wie wär's dann mit angehender Kryptozoologe? Hey, vielleicht kannst du ihm deinen Podcast empfehlen. Sicher, ja. Guter Vorschlag. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum in einem Kleiderschrank zu verstecken? Also, versteckt ist übertrieben. Er ist nur hinter so... Zeug. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Mega suspekt, ich Mann. Ich widerspreche dir ja nicht, Mann. Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, okay. Das geht uns nichts an. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt morgen. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, ha? Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Na dann. Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Ein Versteck. Krass.
Ja, gut. Okay, nicht sehr spannend. Oh, da kommt doch was. Auf den Camps. Sieht er jetzt was? Was war das? Ja. Wird schon nicht sein. Bigfoot! Ist sehr wunderschön. Ja. Ah. Hier unten hat es. Noch nicht aufgeladen, ne? Eine Klampfe. Guitar Hero. Ich habe keine Karte gefunden, ne? Hier war nichts mehr. Wow, ein paar von den Sachen sind ganz schön heftig. Ja, geh da lieber nicht dran. Ah, ist unspannend. Nehmen wir hier wieder raus. Der noch jüngere aussehende Campleiter Chris Hackett mit seinen beiden Kindern Caleb und Haley. Sie sehen glücklich aus. Moment mal. Wir können zusammenfügen. Ah, okay. Kaylee und Caleb Hackett. We're the kids, huh? Ich mag sie. Ja, ich auch. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch, huh? Ziemlich. Man hier? Wow, was für ein altes Ding. Hey, gib mal deine Nummer, ich ruf dich an. Wieso? Damit ich dich zu einem Date einladen kann, Mann. Smart. Wenn ich da mit einer Mobilnummer anrufe, explodiert das Ding hier. Okay. Hallo? Was? Was? Wer ist dran? Hallo? Weird, ich dachte, da wäre jemand. Hm. Und du hast nicht versucht, ihn anzuflirten? Verdammt, das war die Chance. Yo, lass das Gewehr da, Mann. Na klar, Boss. Oh, Mist. Du musst gern mitnehmen. Mit runter in den Keller.
ins untere Schiff. Hallo, was ist das? Hörst du das? Ist das eine Falltür? War klar, dass der streng geheime Sex-Dungeon hier irgendwo ist. Ja, ja, ja. Ich wette, Mr. H steht auf richtig schräge Sachen. Ich glaube nicht. Waren da nicht ein paar Betreuer, die nie aufgetaucht sind? Aha, warum? Geheimer Sex-Dungeon. Das ist nicht witzig. Sie führt wahrscheinlich nur in den Keller oder so. Mach doch auf. Okay, tja, sieht aus der Schlund der tiefsten Hölle, also... Ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Wir gehen mal runter, mal gucken mal nach, ne? Passiert jetzt was? Was siehst du? Oh mein Gott, Ryan, du wirst es nicht glauben. Was? Hier ist nichts. Oh, ich hätte dich fast reingelegt, oder nicht? Nein. Vielleicht. Sei still. Es ist ziemlich spooky hier unten und es riecht ganz komisch, also... Ja, okay, ich komme wieder hoch. Weg aktualisiert, okay. Ist der bequem, so ein will ich auch. Du kannst nur hoffen, dass Mr. H nicht mitkriegt, was du hier mit seinen Sachen machst. Komm schon, er kriegt's schon nicht mit. Okay, sei vorsichtig. Denkst du etwa, ich mach ihn kaputt? Komm schon. Oh. Das war nicht geplant. Kearney und Max Brindley. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind. Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. Ja, die 2 vom Keller. Ich will die Knarre mitnehmen. Lass den Scheiß, Mann. Hey, sorry. Bin nervös. Ich wollte einfach wissen, wie sich so eine Waffe anfühlt. Ich hab gesagt, du sollst es lassen. Ja, sorry. Lass es. Nice. Voll geladen. Hey, fertig. Okay, cool. Gehen wir. Danke. Mit Mr. H's Kettensäge wäre es einfacher. Ohne Kinder ist das hier draußen eigentlich echt schön. Die sind manchmal unausstehlich, was? Ja. In deinem Markus sind sie immer still und hören zu. Du hast mich gesehen? Nur im Vorbeigehen. Die Kunsthütte liegt doch ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne
Abkürzung, die dran vorbeiführt. Welchen Weg nehmen wir? Du darfst entscheiden. Gute Wahl. Auf zu dicken Stöcken. Dicke Stöcke? Ja. Ja, für das Lagerfeuer und so. Reicht das Holz jetzt? Noch nicht. So Leute, wie es weitergeht in der nächsten Folge, teilen, liken, abonnieren, ne? So ein Kram, den man halt auf YouTube macht, könnt ihr ruhig mal machen. Würde mich freuen, wenn ihr abonniert und cheerio!